Die Situation in der Ukraine, vor allem für Kiew, wird wohl immer schwieriger. Sie sehen hier rot eingezeichnet die Pfeile. Das sind die Stoßrichtungen der russischen Armee. Noch ist Kiew nicht eingekreist, aber viele Menschen versuchen rauszukommen. Das wirft ein Schlaglicht auf die Flüchtlingsströme, mit denen sich Polen und die Nachbarländer, aber auch die gesamte EU wird auseinandersetzen müssen. Chris Melzer ist vom UNHCR. Er ist uns jetzt aus Polen zugeschaltet. Herr Melzer, wie ist die Situation an der Grenze? Sie sind ja wohl an der polnisch-ukrainischen Grenze. Wie ist die Situation dort? Die Situation ist leider unverändert. Wir haben hier weiter lange Ströme von Flüchtlingen, die hier aus der Ukraine kommen. Die jüngsten Zahlen sind, dass 660.000 Menschen aus der Ukraine mittlerweile nach Polen, Tschechien und in viele andere Länder gekommen sind. Entschuldigen Sie, es bricht hier leider immer wieder die Leitung das zusammen. Das macht nicht, Herr Melzer, Ihr Ton kommt an. Sprechen Sie bitte weiter. Es sind 660.000 Menschen, davon allein mehr als die Hälfte nach Polen. Und 660.000, das ist wirklich beispiellos bisher. Das haben wir weder in der Balkankrise gehabt, noch haben wir das in Ungarn 1956 gehabt. Das ist wirklich seit 1945 ohne Beispiel. Wie werden diese Menschen, wie werden die an der Grenze aufgenommen und dann vielleicht weitergeleitet? Wie hat man sich die Situation jetzt zum Beispiel in Polen, wo ja mit mehr als 1 Million Menschen gerechnet wird, vorzustellen? Also erstmal muss man nach Polen reinkommen. Das dauert lange. Uns haben vorhin gerade wieder Leute gesagt, dass sie 3 Tage gewartet haben, bis sie dann drin waren. Aber dann läuft die Versorgung hier eigentlich ganz gut. Es gibt diverse Aufnahmeeinrichtungen. Das kann man sich so vorstellen wie 2015, 16 in Deutschland. Also Schulen, Turnhallen wurden dafür hergerichtet, Jugendherberge und Ähnliches. Und auch die Solidarität der Polen selbst ist enorm, ist unglaublich. Also Menschen stehen schon an der Grenze, bieten ihre Hilfe an, verschenken Telefonkarten, spenden warme Kleidung, bieten an, dass sie Leute irgendwo hinfahren sagen auch, wir haben Zimmer freigeräumt, wir können 2, 3 Leute aufnehmen. Also es ist wirklich beeindruckend. Übernehmen Sie vom UNHCR dann auch die Betreuung, die weitere Betreuung dieser Menschen? Also das sind ja auch meistens Frauen mit kleinen Kindern zum Beispiel oder ältere Leute. Wie werden diese Menschen dann weiter betreut? Wenn Sie sich die Flüchtlinge angucken, dann sind es in der Tat fast ausschließlich Frauen und Kinder und vielleicht Alte. UNHCR betreut diese Menschen aber nicht in Polen und auch nicht in Rumänien oder Moldawien. Das ist Aufgabe der Regierung dort. Wir sind für die wirklichen Krisengebiete in dem Moment da. Wir sind in der Ukraine nach wie vor aktiv. Dort haben wir nach wie vor 120 Mitarbeiter. Und die bleiben auch da. Wir haben unsere Vorräte aufgestockt in den letzten Wochen und genau die werden wir jetzt verteilen oder haben schon damit angefangen. Also wir reden von Schlafsäcken, wir reden von Schlafmatten, von Windeln, von Monatshygiene und ähnlichen Dingen. Und vor allen Dingen versuchen wir auch zum Beispiel Unterkünfte zu organisieren und Ähnliches. Vielen Dank, Herr Melzer vom UNHCR. Die technischen Probleme, liebe Zuschauer, bitten wir zu entschuldigen.